Die großen Automessen sind im heutigen digitalen Zeitalter eher Auslaufmodelle. An der kürzlich zu Ende gegangenen IAA in Frankfurt konnten die Zuschauer aber doch die eine oder andere interessante Neuheit bestaunen. Eine aus unserer Sicht spannende Entwicklung: Es kommen immer mehr auch für den Normalverbraucher bezahlbare Elektrofahrzeuge auf den Markt. Allen voran der VW ID.3, dem ersten Modell auf der neuen MEB-Plattform, dem Elektrobaukasten des VW-Konzerns. Bis zu 10 weitere E-Fahrzeuge sollen auf dieser Architektur folgen. Den ID.3 gibt es in 3 Varianten und Akkugrößen. Besonders spannend: Die Basisversion mit dem 45 Kilowattstunden Akku und beachtlichen 300 Kilometern Reichweite nach WLTP soll es für deutlich unter 30.000 Euro geben. Das hohe Ziel von Volkswagen ist es, mit dem ID.3 die Elektromobilität massentauglich zu machen. Bestellungen sind jetzt schon möglich. Die Produktion soll Ende Jahr starten. Auf den Straßen wird man den ID.3 wohl erstmals Mitte 2020 sehen. Auch Opel setzt auf die Elektromobilität und präsentiert in Frankfurt den Corsa e. Die Elektroversion des Opel-Bestsellers kommt mit einem 50 Kilowattstunden Akku, 136 PS und einer Reichweite von 330 Kilometern nach WLTP. Optisch sieht man keinen großen Unterschied zum Benzinerbruder. Der neue Corsa erinnert auch nicht mehr wirklich an den Vorgänger, sondern tendenziell eher an den Peugeot 208. Wohl eine erste Konsequenz der Übernahme von Opel durch die Franzosen von PSA. Den Corsa e gibt es ab knapp 35.000 Franken. Nachdem Honda im Salon in Genf den Prototypen ihres Elektrokleinwagens vorgestellt hat, gibt es in Frankfurt die Serienversion. Gegenüber der Studie hat sich optisch nicht viel geändert. Auch die Kulleraugen im Retro-Look bleiben. 154 PS aus einem 35,5 Kilowattstunden Akku bringt der Motor des Honda e in der stärkeren von 2 Versionen auf die Waage. Der vergleichsweise kleine Akku schafft dann aber nur 220 Kilometer Reichweite. Da sieht Honda verglichen mit der Konkurrenz nicht so gut aus. Trotzdem kostet der Japaner 43.100 Franken. Teurer als Mitbewerber. Bleibt abzuwarten, ob das coole Design diesen Nachteil beim Kaufpublikum wettmachen kann. Sogar der neue Mini Cooper SE von Mini Cooper, traditionell nicht im günstigen Segment einzuordnen, soll nämlich nur 40.000 Franken kosten. Der erste Elektromini bedient sich in Sachen Antrieb und Batterietechnik beim i3 vom Mutterkonzern BMW, bietet 184 PS und 270 Kilometer Reichweite. Alles andere als ein Kleinwagen ist der Land Rover Defender. Trotzdem war die Neuauflage der Legende eine der Attraktionen der IAA. Defender-Hardcore-Fans werden wohl anmerken, dass der neue Defender eher wie ein Land Rover Discovery aussieht als wie der Urvater. Eine Auffrischung des Designs war aber wohl zu erwarten. Nach wie vor über 2 Meter breit, sorgt der neue Defender vor allem innen für einen Schock. Modernes Infotainment und Komfort. Das ist tatsächlich ein Schritt in eine neue Welt. Angetrieben wird die Offroad-Legende von mehreren Diesel- oder Benziner-Varianten mit zwischen 200 und 400 PS. Ab Jahresbeginn gibt es den neuen Defender für um die 60.000 Franken. Natürlich erfindet sich die Autoindustrie nicht komplett neu. SUVs dominieren nach wie vor die Landschaft. Stellvertretend dafür der neue Ford Puma, ein Mini-SUV, aufbauend auf dem Ford Fiesta. Speziell daran: Den Namen gab es schon mal in der Ford-Palette. Hier zu sehen in einer Werbung mit dem legendären Steve McQueen von 1997. Damals war der Puma noch ein kompaktes Coupé. 2019 wird daraus dann ein SUV.